Mit den Giraffen scheint es ja schon mal zu klappen. Bei einem Rundgang durch den Tierpark informiert Neudirektor Andreas Knierim über seine Pläne für beide Berliner zoologische Einrichtungen. Tierpark und Zoo könnten sich künftig in einem wichtigen Punkt unterscheiden bzw. ergänzen. Drüben im Zoo haben wir einen systematisch organisierten Zoo. Das kann man auch nicht mehr ändern. Ich glaube auch nicht, dass das schlecht ist. Aber dann wäre die erste Frage schon mal, soll das hier auch systematisch sein oder wäre da nicht besser die Fragestellung, ob wir das nach Kontinenten organisieren? Okay. Ja, dass man einen Rundgang nachher, eine Reise durch die Kontinente hat. Das heißt, während im Zoo weiterhin Raubtiere neben Raubtieren zu finden sein werden, soll im Tierpark eine Einteilung nach Herkunft der Tiere erfolgen. Der gelernte Veterinärmediziner wird bei seinem Rundgang vom SPD-Fraktionschef Raed Saleh begleitet. Der Politiker ist ein bekennender Tierpark-Fan und setzt sich für dessen Erhalt ein. Umso mehr fallen ihm beim Spaziergang Mängel auf. So etwa, dass die Gastronomiebetriebe auf dem Gelände Mitte April noch geschlossen sind. Wir haben hier ganz viele Kindergruppen gesehen vorhin. Und das spricht sich ja auch rum, dass man sagen kann, da gab es nicht mal einen warmen Kakao zu trinken. Oder da gab es nicht mal die Möglichkeit, meistens, wo auch noch Gastronomie ist, ist auch nicht weit entfernt auch eine Toilette, dass man sagen kann, neben der Gastronomie ist ein Klo. Das sind alles am Ende wichtige Fragen, ob man am Ende wiederkommt oder ob sich das rumspricht. Knierim und Saleh sind sich einig, dass im Tierpark Investitionen an vielen Ecken nötig sind. So müssten beispielsweise auch die Kinderspielplätze dringend attraktiver gestaltet werden. Doch mindestens genauso wichtig ist das Wohlergehen der Tiere. So stellt sich bei einem anschließenden Rundgang durch den Zoo die Frage, ob sich Artenreichtum und artgerechte Tierhaltung vereinen lassen. Wir werden die Fragestellung so lösen müssen für uns, dass wir weiterhin der Artenreichste bleiben, aber es eben so hinbekommen, dass wir natürlich für die raumbedürftigen Tierarten entweder hier mehr Platz schaffen oder wir intelligent damit umgehen, dass es auch einen Tierpark im Osten gibt. So soll ein Gesamtkonzept für beide Einrichtungen her. Angesichts all der Baustellen kann das allerdings noch ein wenig dauern. Doch nach dem Rundgang im Tierpark und Zoo wird eines klar: Für die Verbesserungen werden nicht nur die Besucher dankbar sein.